Renate und Sammy. Hallo Sammy. Sammy hat gesehen, wir haben eine neue Box bekommen, und zwar die My Little Box. Ja, was ist das denn? Hm, Mäuschen. Was ist das denn? Hier ist eine kleine Broschüre wieder. Und hier drinnen steht Let's Grow. Belle Plante. Also schöne Pflanze. Da ist so ein kleines Klebi drin. Ist da was drunter? Nö. Gut, klebe ich wieder rein. Ne? Und ein ganz süßes Säckchen. Und ein, oh wie niedlich, so ein Übertopf. Oder, und man kann was anderes reintun. Ganz süß. Sammy, komm mal gucken. Ist das was für dich? Hm? Was ist das denn? Passt du da rein? Da kommt der Snuggy auch gucken. Ja, der darf nicht gucken, ich weiß. Na, da ist hier so ein kleines Anti-Feuchtigkeitsding drin. Die kann man übrigens gut auch in die Schubladen legen, damit da nichts feucht ist. Nur mal so. Ich immer mit meinem Gerede, ne? Und da steht hier unten drin jedenfalls My Little Box and Codalie. Also ein schöner Übertopf, wo wir von Pflanzen reden oder eben irgendwas. Süß, mag ich. Und ein hübsches Säckchen. Säckchen machen wir auf. Snuggy, du darfst ruhig herkommen. Nein. Oh, da ist aber was Weiches. Arrosé, la serviette turban pour l'après arrosage. Also nach dem Haare waschen. Ein Turban nach dem Haare waschen. Ach, das kann man auch aufmachen. Man kann es aufmachen, ist aber ein Klebe drüber. Vorsichtig, vorsichtig. Geschafft. Und das steht da. Ah, es steht auch in Deutsch da. Turbanhandtuch für Turborosen. Nach der morgendlichen Duschroutine umhüllt dich die Wärme deines neuen Lieblingshandtuchs. Trockne deine pudelnasse Mähne in Windeseile, indem du die lange Seite um deinen Hinterkopf wickelst und anschließend die schmale Seite stirnseitig eindrehst und mit dem kleinen Knopf fixierst. Et voilà, grazil wie Morgenrose. Das ist ja toll. Also ich habe ja so ein ähnliches Teil schon und ich mag das sehr gern. Oh, ist das weich. Das ist das. Ja, oh, das ist echt super weich. Fühl mal, Sammy. Guck mal. Nein, Sammy möchte nicht. Aber es ist super weich. Wo ist der Knopf? Da ist auch ein Knopf. Ja, und da hinten ist eine Schlaufe. Ich mache das jetzt nicht vor, aber wahrscheinlich kennt ihr das eh alle, ne? Das auf den Kopf und dann eindrehen, schubs nach vorne. Und oh, das ist echt super duper weich. Aus was besteht denn das? Mikrofaser? Was steht denn da? My Little Box and Codalie. Polyester. 100% recycled Polyester. Nicht in den Trockner. Nicht in den Trockner. Aufhängen. So, also das finde ich total entzückend. Wie gesagt, ich habe zwar so ein Ding und ich habe auch so ein Teil. Ja, das ist wie eine Mütze, so einen breiten Rand und dann oben steht so ein Teil über und dann ist da vorne auch noch so eine Fotti-Schleife drauf. In rosa. Ja. Ist ein bisschen schwierig, die langen Haare da unterzukriegen, aber apropos lange Haare. Ich bin so clever. Ich dachte eben, ach, machst du dir Locken? So, habe alle die Locken gemacht, lang, Locken. Waren auch wirklich ganz gute Locken geworden. Zieh die Bluse an und stell fest, ja, dann sieht man aber die Katzen nicht mehr. Und ich wollte doch die Katzen zeigen hier. Sammy zeige ich. So, jetzt geht's aber weiter. Ich rede wieder dummes Zeug. Booklet für deinen Lifestyle in Grün. Ja, das ist so eine Sache. Wir haben jetzt nur noch so Zitronenbäumchen hier, weil die ja ungiftig sind für Katzen. Und gerade er knabbert alles an. Dieser niedliche kleine Katze knabbert einfach alles an. Pflanzenwächterinnen zum Ausschneiden, zum Schutz deiner Sprösslinge. Wie soll das vor Katzen schützen? Wie soll das vor Katzen schützen? Also man kann die ausschneiden, die kleinen Figürchen, und oh, wie süß, wird dafür sorgen, dass kein Tropfen Wasser überläuft. Sehr niedlich. Die haben immer so süße Ideen, wirklich. Und auch hier, also, wer mag sowas nicht? Hm? Was haben wir früher selber gehäkelt? Aber nicht so fest natürlich. Ganz toll.
muss meine Schwester sein, die häkelt immer noch und ich bastle ja. Okay, was haben wir hier? Das Zeitalter der Traube. Es gibt wieder ganz viel zu lesen. Und hier ist dein bunter Überraschungsstrauß. Ja, ich sollte vielleicht mal sehen, was da sonst noch drin ist. Aber wie gesagt, wer die Box bekommt, hier ist immer so viel Süßes drin einfach. So niedliche Zeichnungen und ganz viel Schrift. Ich will das nicht alles vorlesen, aber man muss es wirklich mal durchlesen, weil es ganz niedlich ist. Ja, und jetzt schauen wir mal, was da sonst drin ist. Auch hier der Beutel, also mal ehrlich, ist der nicht hübsch? Ich weiß, wer nähen kann, für den ist das ein Klacks, sowas zu nähen. Ich nähe nicht mehr seit, ja, bin ich denn? Ach, ich glaube seit fast 40 Jahren nähe ich nicht mehr. Hab gar keine Nähmaschine mehr und auf der Hand würde ich bekloppt. Dafür bastel ich ja, man kann nicht alles machen. Ah, wir haben also hier von Caudalie, Überraschung, ne? Wo es die Caudalie-Box ist, ein Schaumreiniger. Sehr schön. Caudalie ist ja was ganz Feines. Bin gespannt. So, dann ein kleines Tischchen. Veux-tu m'ensoleiller? Sinon, si on se passe les bagues. Ja, 4 Jahre Französisch und ich denke, ach Gott sei Dank, steht auf Deutsch da. Schenkst du mir etwas Sonnenschein? Ja, gerne. Wenn du dir die Ringe an die Finger steckst, wirst du selbst unter widrigsten Umständen hell erstrahlen. Es sind also Ringe drin. Oh ja, es sind 2 Ringe drin. Oh ja, nun wünschte ich wieder, ich hätte jemals im Leben kleine, zarte Finger gehabt. Es war mir nicht gegeben. Es war mir nicht gegeben. Aber die sind entzückend, wirklich. Schaut. Es wird sich also jemand anders darüber freuen müssen. Die sind wirklich sehr hübsch, aber ich glaube, so trägt man Ringe nicht. Ne? So am ersten, obersten Glied des kleinen Fingers. Schade, aber damit muss man fertig werden. So. Und noch was drin? Und zwar auch ein Caudalie. Venus-Sauce. Ein Moisturizing Sorbet. Ein Feuchtigkeits-Sorbet. Ich guck mal, ob das offen ist. Ja. Riechen. Riecht. Nach nichts. Es riecht nach nichts. Aber sehr hübsch. Das und noch ein Teil. Das war's da. Eine Bodylotion, eine Feuchtigkeits-Bodylotion. Ich rieche da mal dran, wenn sie offen ist. Ja, ist offen. Aber die müsste eigentlich nach was riechen, ne? Ja, die riecht etwas herb. Schön. Kann ich mir gut vorstellen im Sommer. So. Nicht süßlich, sondern herb. Schön. Ja, das sind also die 3 Produkte von Caudalie, dann die niedlichen Ringe und das Säckchen und der Pott. Hier unten ist das härter als oben, ja. Und der tolle Turban, ja, und das niedliche Heftchen noch dazu. Das ist die neue My Little Box. Okay, ihr Lieben. Ich verlinke euch unten die Seite, wenn ihr Lust habt, da auch mal reinzuschauen bei My Little Box. Das war jetzt meine. Ich mag das, weil das immer so was Besonderes ist hier. So hübsche Täschchen und ein bisschen Schmuck und so. Ach ja, da war doch neulich so ein schönes Kettchen drin. Mit dem Marmorstein, mit dem echten Marmorstein. Und ich habe es wirklich geliebt. Ja. Da sitzt der Übeltäter. Ratzfatz, zack, abgerissen. Ja, aber ich liebe ihn trotzdem. Was will man machen? Frauen lieben Bad Boys. Hm? Sammy, bist du ein Bad Boy? Hm? Bist du, ja, manchmal. Okay, ihr Lieben, passt auf euch auf, bleibt gesund. Vielleicht werden dann demnächst alle geimpft, wer weiß. Schön wäre es, ne? Damit wir da so ein bisschen normales Leben kommen. Oh, jetzt sagt er erstmal Snuggy vom Hof sozusagen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis demnächst. Tschüss.